Willkommen. Hallo erstmal. So, auf meiner Homepage mit dem neuen Thema. Die Menschenrechte Artikel Grundgesetz habe ich ja schon gemacht. Rollenbilder, Kinderrechte. Ich könnte nochmal die Kinderrechte machen. Wie man hier sieht. Kinder haben auch Rechte. Logisch. 1989 hat die Vollversammlung der Vereinten Nationen die UN-Kinderrechtskonvention verabschiedet. Mittlerweile wurde dieses Dokument von fast allen Staaten der Erde unterzeichnet. Auch der Weltkindertag, der in Deutschland immer am 20. September, also gefeiert, soll auf die besonderen Rechte der Kinder hinweisen. Diese besonderen Rechte der Kinder sind in Zeiten Coronas außer Kraft getreten. Bildung und Recht auf Spiel und Bewegung wurde verboten und unter Strafe gesetzt. Danke, unsere Regierung. Kinder haben keine Rechte, wenn es darauf ankommt. So, eigentlich sollten Kinderrechte selbstverständlich sein. Trotzdem werden sie jeden Tag weltweit gebrochen und missachtet. Na, das kann man ja so lesen, wie junge Mädchen behandelt werden. Längst nicht alle Kinder dürfen zur Schule gehen. Das ist nicht gang und gäbe in der Welt. Die meisten Kinder gehen nicht in die Schule auf der Erde. Das, was wir haben, ist Luxus in Deutschland. Ihnen wird damit nicht nur Bildung, sondern auch die Chance auf ein besseres Leben und auf eine bessere Zukunft genommen. Es wird geschätzt, dass 200 Millionen Kinder weltweit arbeiten müssen und nicht in die Schule. Auch die meisten Fußbälle, mit denen deutsche Kinder kicken oder spielen, wurden von Kinderhänden zusammengenäht. Das muss man sich mal vorstellen. Kinderarbeit. Kinder werden als Kindersoldaten missbraucht. Ist meist in Kriegsgebieten so, wenn die Erwachsenen alle wegsterben aus den Waffengründen. Ja, und Waisen, ja, werden durch Kriege zu Waisenkinder, das ist logisch, denn die Eltern sterben ja. Und leiden besonders an, ja, unter Flucht und Vertreibung. Zum Thema Flucht habe ich besonders was später noch mitzuteilen, aber nicht in dem Video, da ich ja auch ein ehemaliges Flüchtlingskind bin. Und auch hier in Deutschland lässt sich die Liste natürlich fortführen. Sexueller Missbrauch, Vernachlässigung oder Misshandlung durch die Eltern sind dabei nur spektakuläre Fälle. Meist ist es die Nichtbeachtung der eigenen Kinder in Deutschland, dass die Kinder machen können, was sie wollen. Und wie man weiß, die Eltern denken, es wäre gut für ihre Kinder, aber ehrlich, die Kinder haben keine Chance großartig im Leben. Weil sobald den Kindern was gesagt wird, was sie nicht dürfen, wenn sie dann erwachsen sind, benehmen sie sich dann im Erwachsenenalter wie kleine Kinder und das ist nicht gerade positiv. Das sind die wichtigsten Kinderrechte. Alle Kinder haben die gleichen Rechte. Also kein Kind darf benachteiligt werden und so weiter. Das kann man auch hier lesen. Kinder haben ein Recht auf Schutz und Fürsorge durch ihre Eltern oder Pflegeeltern oder Erziehungsberechtigten. Manchmal sind die Eltern ja auch verstorben. Jedes Kind hat ein Recht auf eine Identität. Also jedes Kind darf individuell sein und auf eine Familie. Kinder dürfen nicht willkürlich von ihrer Familie getrennt werden. Punkt 4. Kinder dürfen nicht willkürlich von ihrer Familie getrennt werden. Zu Corona-Zeiten wird diskutiert wegen dem Impfzwang. Da hat doch mal tatsächlich jemand gesagt, den Namen möchte ich ihn nicht nennen, weil sonst kriege ich die Krise. Wenn Eltern ihre Kinder nicht impfen lassen, dann müssten die Kinder vom Jugendamt für eine halbe Stunde entzogen werden, den Eltern, und vom Jugendamt zwangsgeimpft zu werden. Da stimmt irgendwas nicht mit Punkt 4 und der Regierung. Warum steht das da im Grundrecht drin?
der Kinderrechte und warum wird das missachtet von der Regierung? Da ist meine Frage, das ist so ein bisschen schwankend, was die immer so sagen, was sie vorhaben und eigentlich gegen ihr eigenes Grundgesetz das eigentlich missachten. Fünftens, Kinder haben nicht nur ein Recht auf Bildung, sondern auch die Pflicht zum Schulbesuch. Schulbesuch war ich in Corona-Zeiten nicht lang, das war eine Katastrophe. Ich habe genug Kinder aus Heimen und alles Mögliche rausgezogen, damit sie wieder beschult werden. Das war nicht gerade leicht und mit sehr vielen Kopfschmerzen verbunden. Kinder haben das Recht auf Erholung und Spiel. Das ist ganz wichtig, denn im Spiel entfalten sich die Kinder. Sie lernen ihre Grenzen kennen, sie wissen, wie weit sie gehen können und sie probieren das natürlich auch aus. Das weiß jedes Elternteil mit den Grenzen. Da sind schon manche graue Haare bei manchen Eltern gewachsen. Ja, aber irgendwann ist das auch wieder vergessen. Ja. Kinder haben das Recht, sich zu informieren, eine eigene Meinung zu haben und an Entscheidungen beteiligt zu werden, die sie treffen. Das heißt allerdings nicht für manche Eltern, dass die Kinder alles entscheiden dürfen und sollen. Die Eltern entscheiden immer noch, was los ist und was gemacht wird. Die Kinder haben lediglich das Recht, mitzureden. Ja. Jedes Kind hat das Recht auf einen bestimmten Lebensstandard. Wie der Lebensstandard aussieht, das hängt je nach der Region ab, wo man wohnt. Kinder dürfen nicht arbeiten oder ausgebeutet werden. Gut, wenn ein 13- oder 14-jähriges Kind sagt, es möchte Zeitung austeilen oder mal Regale auffüllen, weil es sein Taschengeld verbessern möchte, dann sollte man das nicht unbedingt verbieten, denn sowas ist auch gut, aber es muss im Einklang mit der Schule geschehen, damit auch die Schulnoten nicht darunter leiden. Kinder müssen vor körperlicher, seelischer und sexueller Gewalt geschützt werden. Seelischer Gewalt ist zum Beispiel Entzug der Freunde und solche Sachen. Das hat die Regierung leider in Corona-Zeiten gemacht. Das ist ganz schön schade. Ich habe einen Jungen betreut, unter anderem, ich habe mehrere betreut, der gesagt hat, Corona ist scheiße und es nervt. Ich möchte gerne meine Freunde wieder sehen, ich möchte gerne rausgehen und ich weiß auch gar nicht mehr, wie meine Freunde überhaupt aussehen. Das war eine Aussage eines Kindes. Ich möchte nicht die Aussagen der anderen Kinder sagen hier. Sonst werde ich mit der Folge nicht fertig. Behinderte, ich sage dazu mal Beeinträchtigte, weil Behinderte ist nicht ein schönes Wort. Kinder haben ein besonderes Recht auf Fürsorge und auf ein aktives und möglichst selbstständiges Leben. Sie haben auch das Recht auf Sexualität. Das verstehen manche Ältere leider nicht. Da werden Kinder oder beeinträchtigte Menschen behandelt, als dürften sie keine Sexualität und kein eigenes Leben haben dürfen. Ist falsch, auch diese Menschen haben eine Seele. Und der letzte Punkt, Kinder brauchen besonderen Schutz im Krieg und auf der Flucht. Da kenne ich mich ganz gut aus, ich bin selber so ein Kind gewesen. Die Quelle ist Menschenrechte Jugendnetz. Besser hätte ich das auch nicht ausdrücken können aus meinem Fachbereich. Deswegen konnte ich das einfach so übernehmen, wie es da ist, weil ich hätte das Gleiche dazu stehen gehabt. Okay, das war es zum Thema Kinderrechte. Bis dahin noch viel Spaß. Ja, und tschüss.